Lauschauer ist entstanden durch eine Glashüttensiedlung und ein Alleinstellungsmerkmal des Ortes besteht darin, dass die Glasherstellung noch heute präsent ist, nicht nur das Ortsbild bestimmt, sondern auch das öffentliche Leben und das Arbeitsleben bestimmt. Natürlich hat sich die Herstellung von Glas in den letzten 400 Jahren verändert, von der ursprünglichen Produktion in einer Glashütte über die Entwicklung einer Hausproduktion, die durch den Christbaumschmuck Lauscher Welt bekannt gemacht hat, bis heute zur Herstellung von Verpackungsglas, von industriell zu verwendendem Glas, das neben unserem traditionellen Christbaumschmuckhandwerk nunmehr die wirtschaftliche Seite des Ortes bestimmt. Hier werden Verpackungsflaschen hergestellt für Getränke, aber auch Glasfasern, die beispielsweise in der Automobilindustrie Einsatz finden. Man kann sich verdingen in der Glasindustrie, man kann Vier-Schicht-System leben, gut Geld verdienen, man kann aber auch ein Kunsthandwerk ergreifen, man kann sich selbst auch verwirklichen, nicht nur im Bereich Glas, wo es hier eine sehr gute Infrastruktur, Verknüpfung und auch viele Protagonisten, die über die Region hinaus bekannte Glaskünstler sind, gibt, sondern man kann auch die vorhandene Substanz in den Wohnhäusern nutzen, weil dort ja immer Gewerbe war, um das eine oder andere zu verwirklichen, wo man in der Stadt keinen Platz dafür hat, zumindest nicht zu vertretbaren Preisen. Ja, Natur schließt sich hier unmittelbar an den Ort an. Wir liegen am Rennsteig, wir haben die Möglichkeit, mit der Bebauung bis an den Waldrand eine unmittelbare Verknüpfung von Wohnen und Natur zu leben. Es gibt auch genügend Freiraum, um seine Freizeit zu gestalten, beispielsweise die Angebote des soziokulturellen Freizeitzentrums zu nutzen oder in der vielfältigen Vereinslandschaft einzusteigen oder auch ganz alleine irgendwas zu machen, was ja noch keiner gemacht hat. Denn Lauscher war immer davon geprägt, dass die Menschen, die hier lebten, auch in ihrem Beruf kreativ sein mussten. Also auch die Christbaumschmuckhersteller mussten mindestens einmal pro Saison komplett neu darüber nachdenken, was man anbieten kann. Und deshalb gibt es hier eine Tradition, die stark von Kreativität geprägt ist. Wir haben sowohl Musikvereine mit sehr langer Tradition, die aus der Vergangenheit so ein bisschen diesen Aspekt mitbringen, aber eben auch sehr vielfältige Möglichkeiten, zeitgemäß sich zu verwirklichen. Der Tourismus ist für uns als Tagestourismus wesentlich interessanter, als das noch vor 30 Jahren gewesen ist. Vor 30 Jahren gab es hier mehrere Betriebsferienheime. Der FDGB hat hier hunderte Besucher in jeder Saison nach Lauscher gebracht. Das lag ein bisschen daran, dass die alle hier aussteigen mussten, wenn sie mit dem Zug ankamen, denn in Sonneberg war Endstation. Jetzt haben wir die Situation, dass die Leute, wenn sie denn noch Zug fahren, sitzen bleiben und sie fahren nach Coburg, sie fahren nach Nürnberg und natürlich auch umgekehrt, sodass sich die Tourismuslandschaft verändern musste. Der Tagestourismus ist interessant, weil wir hier sehr viele Anziehungspunkte haben. Das ist nicht nur die Natur, aber eben auch die. Wir liegen in einem Kerbtal, besonders landschaftlich schön, weil der Ort sich an die Hänge anschmiegt. Interessante schieferverkleidete Häuser nun mit dieser Natur harmonieren. Aber es gibt eben auch den Anziehungspunkt Kunsthandwerk, hier die Glasbläserei. Wir zeigen natürlich 400 Jahre Geschichte der Glasbläserei in einem modernen Museum. Und gleich daneben kann man sehen, wie der Hausgewerbetreibende fast so wie vor 100 Jahren noch heute arbeitet. Man kann ihm bei der Arbeit zusehen.
Und was ganz toll ist, man kann gleich alle Produkte kaufen und mit nach Hause nehmen. Es lohnt also einen Ausflug nach Lauscha. Auch deshalb, weil wir in der unmittelbaren Nähe verschiedener anderer touristischer Punkte liegen, wo es sich dann lohnt, auch längere Zeit zu verweilen, beziehungsweise von den umliegenden Städten Erfurt, Jena, Weimar, ist man ganz schnell in Lauscha, aber auch Coburg und Bamberg, eine Region, die sich als Region der Sammler bezeichnet, passt sehr gut zu unseren Angeboten. Stück weit ist das die Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Man kann hier im Grünen wohnen, ein bisschen abgeschieden, gleich an der Natur, aber auch angebunden an die Metropolregion Nürnberg, die unmittelbar uns vor den Füßen liegt, und nach Norden natürlich die Metropolregion Leipzig, sodass hier alle Wege in eine Metropole zu kommen möglich sind, auch über den öffentlichen Personennahverkehr. Man kann gleichzeitig preiswert hier wohnen, sich verwirklichen und sich auch ein Stück weit zurückziehen von den Abläufen einer urbanen Struktur. Ja, künftig wird es in Lauscha darum gehen, den Spagat zwischen dem Bestand an Wohnbau, den Ansprüchen, die man heute an Wohnen stellt, und gleichzeitig der Nachfrage der örtlichen Industrie nach Arbeitskräften gerecht zu werden. Wir beschäftigen uns mit ganz unterschiedlichen Punkten, die aber alle darauf hinauslaufen, dass die Bebauung des Ortes eben mit der Hausindustrie entstanden ist, die heute so nicht mehr gelebt wird, weil sich die Prozesse besonders im Absatz geändert haben. Christbaumschmuck ist ein Saisonprodukt. Wenn Sie den in Ihrem Wohnhaus, das Sie auch als kleine Fabrik nutzen, herstellen, dann müssen Sie die meiste Zeit die fertige Ware lagern. Das tun Sie natürlich auch in Ihrem Haus. Heute wird das natürlich nicht mehr so gemacht. Heute ist der Handel ganz anders strukturiert, als das vor 100 und 150 Jahren war. Heute wohnt man im Wohnhaus und hat dort vielleicht auch noch eine Werkstatt, aber das Wohnen ist stärker in den Fokus gerückt. Die Bebauung hat sich aber nicht verändert. Man muss also in einer Struktur, die als Hausgewerbe entstanden ist, nun Wohnen umsetzen. Und man muss das Wohnen umsetzen mit ganz anderen Ansprüchen. Ich denke an Bäder und solche Zentralheizung, Dinge, die in der Entstehungszeit des wesentlichen Teils unserer Bebauung noch in den Kinderschuhen steckten. Und man muss damit rechnen, dass auch die Menschen, die in den Wohnungen leben, älter werden, ganz andere Bedürfnisse haben als vorher. Ich denke an Treppenhäuser, Türschwellen, ich denke auch an den Nahversorger und sowas wie einen Pflegedienst, der auch in einem solchen Haus agieren muss, wenn es der Bewohner braucht. Und da haben wir ein ganzes breites Feld an Betätigungsfeldern, wo wir versuchen müssen, unsere Infrastruktur an die Bedürfnisse der heutigen Zeit und der Zukunft anzupassen. Es gibt Überlegungen, wohin sich der Ort entwickeln soll. Ist natürlich von den Limitierungen, die ein Kerbtal bietet, sowohl räumlich als auch von der vorhandenen Gebäudestruktur abhängig. Denn in solch einem Kerbtal, das man zugebaut hat bis zum letzten Rest, gibt es ganz wenig Brachflächen, ganz wenig Gestaltungsspielraum, wo man mal was grundsätzlich Neues probieren kann. Wir müssen deshalb darauf zurückgreifen, was wir haben. Und das ist auch eine Bevölkerung, wo weit über ein Drittel über 65 Jahre alt ist. Wir haben eine Industrie hier, eine florierende Glasindustrie, die händeringend Arbeitskräfte sucht und wo der Spagat zwischen der vorhandenen, oft auch leerstehenden Gebäudestruktur und der Arbeitskräftenachfrage der Industrie noch nicht geschlossen ist. Deshalb werden wir versuchen müssen, für die Menschen, die hier leben, ausreichend Dienstleistungen, die ihrem Lebensalter, ihrer Lebenssituation entsprechend anzusiedeln, und die Menschen, die diese Dienstleistungen bringen sollen, auch in modernen Wohnstrukturen unterzubringen und
die Menschen, die in der Glasindustrie arbeiten, mit einem Angebot an Mietwohnungen oder auch an Eigenheimen zu versorgen, die den Wohnansprüchen unserer Zeit entsprechen. Wir finden dort eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Bauwerken, die mehr oder weniger noch in Funktion sind, beziehungsweise das ehemalige Gaswerk. Gas war bestimmt für die Glasbläser, denn es gab schon ab den 1860er Jahren eine Gasanstalt für die Belieferung der Bunsenbrenner in den Häusern. Das gibt es natürlich heute nicht mehr, heute haben wir Erdgas. Also es ist eine Brache, die eine neue Nutzung hat. Gegenüber der Bahnhof, der heute noch stündlich von der Südthüringen Bahn auch bedient wird, ist ein ganz wichtiger Knotenpunkt im öffentlichen Personennahverkehr. Das Empfangsgebäude hat keine Funktion mehr. Es ist aber ein ortsbildbestimmendes Bauwerk, das leider zunehmend verfällt und wo eine neue Nutzung dringend willkommen ist. Daneben eine zu ihrer Bauzeit der modernsten Schulen im Meininger Land, die Goetheschule, auch ortsbildbestimmend, längst keine Schule mehr, aber ein soziokulturelles Zentrum mit sehr viel Kreativangeboten, mit einer Künstlerresidenz, mit verschiedenen Ateliers, wo man tatsächlich eine neue Funktion in ein solch bedeutendes Gebäude implementieren konnte. Als nächstes schließt sich dort ein Betriebsferienheim an. Auch das steht für 20 oder 30 Jahre Entwicklung von Lauscha, eben 60er, 70er, 80er Jahre, wo Betriebe ihre Urlauber, ihre Mitarbeiter hierher geschickt haben. Die kommen schon lange nicht mehr. Das Gebäude braucht dringend eine neue Nutzung. Gegenüber das Kaiserliche Postamt. Auch ein wunderschönes Gebäude, leider leer steht, weil Post halt heute anders funktioniert als damals, so mit der Bahnpost noch eine Kollektion Christbaumschmuck in die Welt geschickt hat. Wohnbebauung, ein kleines Hotel, das funktioniert. Und natürlich auch Gebäude, die mit der Hausindustrie im Zusammenhang stehen, am sogenannten Bahnweg. Gegenüber ein Betriebsferienheim, das nun eigentlich nicht mehr nutzbar ist, aber in seiner Substanz irgendwie interessant ist, einen interessanten Standort, direkt am Wald, unmittelbare Beziehungen zur Natur, zur Umgebung und eigentlich genauso gut an die Straße wie an den Wanderweg angeschlossen ist. Da kann einem bestimmt auch was einfallen, was dort entstehen könnte.